Vor fast 4,5 Jahren ist der sogenannte VW-Abgasskandal aufgekommen und jetzt hat der Bundesgerichtshof hierzu sein erstes Grundsatzurteil gesprochen. Käufer eines Fahrzeuges mit dem Motorentyp EA189 können ihr Fahrzeug an den Hersteller zurückgeben und bekommen den Kaufpreis zurückbezahlt, aber nicht vollständig. Sie müssen sich die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen. Und wer jetzt genau von diesem Urteil profitiert, genau das klären wir jetzt im Video. Mein Name ist Stefan Bergmann, ich bin Clubjurist und das höchste deutsche Zivilgericht, der Bundesgerichtshof, hat sein erstes Urteil in Sachen VW gesprochen. Gegenstand des Verfahrens ist die Klage eines Mannes aus Rheinland-Pfalz, der hatte 2014 bei einem freien Händler einen VW Charan gekauft, eben mit jenem Motortyp EA189. Und nach Bekanntwerden des Abgasskandals im Herbst 2015 hat er sich an den Hersteller gewandt und gesagt, ich möchte den Wagen zurückgeben und dafür mein Geld wiederhaben. Der Bundesgerichtshof hat jetzt entschieden, dass Volkswagen durch den Einbau unzulässiger Technik seine Kunden vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt hat und deshalb Schadensersatz zahlen muss. Und was der BGH hier im Einzelnen gesagt hat, das lese ich euch vor. Auszugsweise. Die Beklagte, also Volkswagen, hat durch bewusste und gewollte Täuschung des Kraftfahrtbundesamtes systematisch, langjährig und in Bezug auf den Dieselmotor der Baureihe EA189 in Deutschland Fahrzeuge in Verkehr gebracht, deren Motorsteuerungssoftware bewusst gewollt so programmiert, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte mittels einer unzulässigen Abschalteinrichtung nur auf dem Prüfstand eingehalten wurden. Ein solches Verhalten, so der BGH, ist im Verhältnis zu einer Person, die ein solches mangelhaftes Fahrzeug in Unkenntnis dieser illegalen Abschalteinrichtung erwirbt, besonders verwerflich und mit den grundlegenden Wertungen des Rechts und der Sittenordnung nicht zu vereinbaren. Also das sind schon relativ deutliche Worte, muss man sagen. Unserem Kläger, also dem Mann aus Rheinland-Pfalz, dem sei ein Schaden dadurch entstanden, dass er, wenn er das gewusst hätte von dieser Abschalteinrichtung, dann hätte er wahrscheinlich den Vertrag nicht geschlossen und dann hätte er auch kein Geld ausgegeben und dadurch wäre ihm natürlich kein Schaden entstanden. Der BGH sagt auch hier, dass eigentlich der Vertragsschluss schon ausreichend sei, um den Schaden zu begründen. Im Übrigen, spätere Software-Updates, die der Kläger in dem Fall sogar hat durchführen lassen, ändern nichts an dieser rechtlichen Beurteilung. Also das ist durchaus interessant. Der BGH hat aber auch klargestellt, dass sich der Kläger, also unser Käufer hier, anrechnen lassen muss, dass er ja schon eine ganze Weile auch mit dem Auto gefahren ist. Eigentlich wollte er ja den vollen Kaufpreis zurück, den hat er aber nicht bekommen. Der BGH sagt, dem Geschädigten wird zwar sein Schaden erstattet, aber er soll nicht dadurch einen Gewinn erzielen oder einen Vorteil haben dadurch, dass er auch während der Besitzzeit Nutzen aus diesem Fahrzeug gezogen hat. Und in diesem Fall bedeutet es, dass er nicht den vollen Kaufpreis von 31.500 Euro zurückbekommt, sondern aufgrund der gefahrenen Kilometer nur 25.600 Euro. Wichtig, man muss aber dazu sagen, unser Käufer hier, der ist nicht wirklich viel gefahren mit diesem Fahrzeug. Er hat sogar relativ frühzeitig abgemeldet und dadurch ist der Betrag, den er sich anrechnen lassen muss, relativ gering. Zunächst eins vorausgeschickt. Das Urteil des Bundesgerichtshofes bezieht sich ausschließlich auf den Motorentyp EA189 vom Hersteller Volkswagen und bezieht sich nicht auf andere Motoren dieses Herstellers. Genauso wenig bezieht sich das Urteil auf Dieselfahrzeuge anderer Hersteller. Da müssen die Gerichte gegebenenfalls gesondert entscheiden, ob auch eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung vorliegt,
die die Käufer dazu berechtigt, Schadensersatz geltend zu machen. Wer kann von diesem Urteil profitieren oder wem kommt dieses Urteil zugute? Zunächst, nach Angaben von Volkswagen, haben wir so rund 60.000 Verfahren bei den Gerichten anhängig, also alles Klagen, die bislang noch nicht entschieden sind oder noch nicht erledigt sind. Und hier kann das Urteil tatsächlich Positives bringen, weil eine Grundsatzfrage geklärt wurde, eben ob den Käufern Schadensersatz zusteht. Und deswegen hat VW bereits angekündigt, auf die Käufer, auf die Kläger zuzugehen und eine Einmalzahlung anzubieten, also eine Abfindung in Höhe eines bestimmten Betrages. Das Fahrzeug bleibt beim Käufer und das Verfahren wird dann erledigt. Aber es gibt noch eine zweite Gruppe von Käufern, die von dem Urteil profitieren können. Das sind all diejenigen, die bei der Musterfeststellungsklage nicht zum Zug gekommen sind. Entweder, weil sie den Vergleich von Volkswagen nicht angenommen haben oder weil sie gar kein Angebot bekommen haben. Demjenigen Käufer eines Diesels mit Motortyp EA189, die bislang untätig geblieben sind, die also keine individuelle Klage bei Gericht eingereicht haben und sich auch nicht zur Musterfeststellungsklage angemeldet haben, all denjenigen wird dieses BGH-Urteil nicht wirklich weiterhelfen, denn die meisten unterinstanzlichen Gerichte gehen davon aus, dass Schadensersatzansprüche wohl schon Ende des Jahres 2019 verjährt sind, weil wir in Deutschland eben eine regelmäßige Verjährungszeit von 3 Jahren haben und diese Ende 2019 schon rum sind. Auch all diejenigen Käufer eines Diesels mit diesem Motortyp EA189, die nach Aufkommen der Dieselproblematik gekauft haben, in Kenntnis dieses Umstandes, oder aber auch wenn die Gerichte sagen, ihr hättet um diese Problematik wissen müssen und ihr habt trotzdem gekauft, da sagen die Obergerichte, nein, in solchen Fällen könnt ihr keinen Schadensersatz geltend machen. Fairerweise muss man dazu sagen, diese beiden Fallgruppen hat der BGH noch nicht abschließend entschieden. Es stehen aber noch weitere Entscheidungen an, und zwar die nächsten schon Mitte, Ende Juli 2020. Und wenn ihr da wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert doch unseren Kanal und bleibt auf dem Laufenden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wir würden uns sehr über ein Like freuen. Macht's gut, bleibt gesund und hoffentlich bis bald.